Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paterfunktionscoach, Psychologe. Haben wir ein bisschen erkältet im Schnee. Ja, dies ist mein Videoblog. Hier ist wieder, also hier ist ein, ich habe einen Blick hier aus meiner Wohnung. Das, man, ihr seht nur die Sonne da hinten, das ist ein Schneeparadies hier. Wahnsinn. Aber gut, endlich mal wieder ein psychologisches Video. Was ist das richtige Mindset? Und das ist jetzt, wird ein etwas provozierendes Video werden, kann ich gleich schon sagen. Was ist das richtige Mindset nach einer destruktiven Beziehung? Weil was sehen wir häufig? Also nicht unbedingt bei mir auf dem Kanal, das ist glaube ich anders, aber was sehen wir häufig? Jetzt destruktiv, toxische Beziehung, whatever. Wird dann geschrieben, ja, ich war, ja, alle waren mit Narzissten zusammen, alle waren mit Psychopathen zusammen, alle waren mit einem Borderliner zusammen, was sagen die Männer ja immer, alle waren, ja, es ist, man sammelt sich in, womöglich in irgendwelchen Foren, wo dann geschrieben wird, ja, 187 Zeiten, wie du einen, Zeichen, wie du einen Narzissten erkennst, wie schläft der Narzisst, wie füttert der Narzisst seinen Kanarienvogel, es wird sich aufgeregt. Ja, man verbleibt aber, das ist häufig erst gar nicht so richtig sichtbar, man verbleibt in so einer Opfermentalität, ne? Also ich hatte da nichts mit zu tun, ich habe einfach vertraut, bin aus, ja, aus Pech einfach an Narzissten geraten und der hat mich komplett fertig gemacht und ja, jetzt muss ich überall diese Liste mit 187 Zeiten, wie du einen Narzissten kennst, muss ich jetzt überall mit rumschleppen, weil es könnte ja jederzeit wieder passieren. Das ist ja das Problem, wenn du sagst, ich habe da gar nichts mit zu tun, bist du schnell an dem Punkt, ja, da muss ich auch nicht drüber nachdenken, dann war es Pech, aber wenn es Pech war, und man weiß ja, dass diese Listen nichts nutzen, ne? Wenn du die Anziehungspunkte behältst. Wenn es denn Pech war, kann man ja auch gar nichts machen. Ne? Du kannst nichts machen. Ne? Du kannst auch wieder Pech haben. Das kann wieder passieren. Und das macht ein Lebensgefühl, wo man meiner Ansicht nach nicht richtig heilt. So, und ich möchte mal nur als experimentellen Gedanken, vielleicht auch wenn du das erste Mal hier auf meine Videos stößt, wie gesagt, will da niemanden antriggern. Nur als Experiment würde ich dir gerne mal folgenden Vorschlag machen. Was ist, wenn du stattdessen, anstatt, ich war mit einem Narzissten zusammen, sagst, das wollen nicht alle nicht wissen, ich übernehme volle Verantwortung für diese Beziehung, die ich geführt habe. Lass das mal nicht reinsinken, also lass es auch mal nach dem Video, denk da wirklich mal einen Tag drüber nach. Du sagst, nur experimentell, du kannst dann nach einem Tag wieder das Alte denken. Aber wie fühlt sich das an, zu sagen, nicht ist es meine Schuld? Das ist ganz was anderes. Ne? Niemand, wenn man schlecht behandelt wird, ist es nie die eigene Schuld. Es ist immer die Schuld desjenigen, der es gemacht hat. So, ne? Aber gut, das sind jetzt komplexe Fragen, die wollen wir heute mal nicht wälzen. Also du sagst nicht, ist es meine Schuld, sondern du sagst, es ist meine Verantwortung, was ich hier für eine Beziehung geführt habe. Für mich, ne? Nicht für den anderen. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, du kannst nicht heilen von schlechten Beziehungen, die es definitiv war, ist ja gar keine Frage, wenn du nicht in so ein Mindset kommst, was habe ich damit zu tun? Also ich sage jetzt mal, das ist jetzt extrem, nur auf deine Seite zu gucken. Ich denke, letztlich ist es, glaube ich, auf lange Sicht am besten, beides anzugucken. Was ist meine Verantwortung? Wo bin ich auch wirklich ja, einfach belogen worden und was weiß ich? Ich glaube, letztlich ist es beides, aber so als Experiment. Guck dir mal nur deine Seite an und wie sich das anfühlt. Meiner Ansicht nach fühlt sich das sehr nach, wie man heute sagt, so Empowerment an, sehr befreiend. Weil wenn du sagst, okay, was war denn so meine Verantwortung? Dann beginnt dein Gehirn sofort zu suchen, welche Red Flags habe ich nicht gesehen. Dazu auch passend mein People-Pleaser-Kurs, der jetzt rauskommt. Wirklich, der wird sich, glaube ich, für die meisten auf meinem Kanal eignen. Wo habe ich nett gespielt, wo ich nicht hätte nett sein sollen? Wo habe ich zu wenig Grenzen gesetzt? Wo habe ich Dinge erlebt, wo man eigentlich sagen müsste, okay, das war's und ich bin aber nicht gegangen aus meiner eigenen Verlustangst, meinen eigenen inneren Kindthemen, meinen eigenen Ego-Themen, whatever. Dann gehen beginnt er automatisch zu suchen und damit kannst du auch wirklich was tun. Also da irgendwie mit 187 Zeichen, wie du einen Narzissten erkennst, wie soll das funktionieren? Aber zu sagen, hey, ich für meine nächste Beziehung, für meinen nächsten Dating-Prozess
installiere ich, was ich immer Standard zum Dealbreaker nenne, und die werde ich auch verteidigen, so, und dann kann mir das schon mal nicht mehr passieren, was mir da passiert ist. Das würde ich fucking weiterbringen, ne? Wenn ich dafür interessiert, ist mein Modul 1. Umprogrammierung des Liebeschips, ewiger Kurs. also ist das nicht ein Mindset? Klar, man ist ein bisschen unangenehm erst, weil man muss über sich selber nachdenken. Aber du hast ja nur deine eigene Spielfläche. Du kannst die Spielfläche von anderen Menschen, auch wenn du dich noch so drüber ärgerst, du kannst sie nicht verändern, wenn du mit jemand Tennis spielst. Der spielt aber nicht nach den Regeln. Der, weiß ich nicht, besticht den Schiedsrichter, keine Ahnung, spielt mit gefälschten Bällen, hat die Linien vorher anders hingemalt in seinem Feld. Was willst du da machen? So, du kannst nur gucken, okay, wo habe ich Fehler in meinem Spielfeld gemacht? Wo habe ich den Ball zurückgespielt, obwohl ich einfach hätte gehen sollen? So, ne? Du kannst das Spielfeld von anderen Menschen kannst du nicht beeinflussen, auch wenn man es noch so gern machen würde. So, ne? Meiner Ansicht nach ist das ein Mindset, was du irgendwann brauchst, um wirklich vollständig zu heilen. Also heilen jetzt in so einem übertragenen Sinne. So, ne? Ich meine, so ganz heil sind wir ja nie als Menschen. Und ja, ist das nicht eine Sache, die sich viel besser anfühlt, weil du kannst wirklich was machen und du weißt, wenn ich das und das ändere, wird mir das und das nicht mehr passieren. Also du bist nicht auf Glück angewiesen oder darauf, wie sich andere Menschen verhalten oder ob die dich wieder anlügen, sondern du machst einfach einen Pakt mit dir selber, dass du sagst, so, nee, diese roten, ich werde daran arbeiten, dass ich genügend Trennungskompetenz habe, dass ich in diesen roten Flaggen, in diese Fallen nicht mehr reintapsen werde. Das ist, glaube ich, eine ultra wichtige Sache. Ultra wichtig, sonst bleibst du ewig hängen und bist eins von diesen bemitleidenswerten Menschen, die immer nur für die alle anderen ganze Welt böse, narzisstisch und alle dumm, alle blöd, alle das ist kein Mindset, mit dem das Leben so richtig Spaß macht. Was denkst du dazu? Schreib es in die Kommentare. Unterstützt mich gerne, indem ihr meinen Kanal liked, disliked, kommentiert, Videos weiterschickt. Drückt doch einmal auf den, es tut nicht weh, auf dem Abo-Button. Ja, aus einfach nur Respekt für meine Arbeit. Hälfte gucken immer noch ohne Abo-Button. Unterstützt mich sehr. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.